Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu meiner dritten Episode meines Let's Plays von Wessel. Wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und müssen jetzt hier durch diese Tür, die aber wahrscheinlich sofort wieder zugeht, bevor ich durchgehen kann. Deswegen nehme ich mir, versuche ich hier ein Fluoro zu erzeugen, was mir hoffentlich folgt. Und da oben auf den Schalter springt. So, und dann geht's hier weiter. Durch dieses Minensystem, die Höhle unter den Fabriken des bisher noch unbenannten Protagonisten. Hier oben gibt es nichts zu sehen. Oder etwa doch? Nein, ich kann hier nichts durchwerfen. Irgendwie muss ich da an das Wasser kommen. Aha. Ich verstehe. Ich muss doch auf die andere Seite hoch. Hier einen Samen hin. Aber jetzt kriege ich hier unten kein Wasser, weil das hier unten ins Rohr geht. Aber wenn ich hier jetzt einen Samen nehme, dann reicht das noch nicht ganz aus. Hier wahrscheinlich auch noch nicht. Deswegen lege ich den ganzen... Ups. Den Samen hier hin. Na, vielleicht muss ich es doch ganz oben hin machen. Also nicht ganz oben, sondern... diese Etage, das sieht doch gut aus. Und jetzt habe ich genug Wasser hier, um ein neues Fluoro zu erzeugen. Ausgezeichnet. Und auch der öffnet mir jetzt die Tür, dankeschön. Und damit habe ich das Level geschafft. Na, das hätte ich das letzte Mal ja auch noch fertig spielen können. Aber ich habe Wessel vorher noch nie gespielt. Insofern weiß ich nicht, wie lange die Levels sind. Oje, das sieht kompliziert aus. Und ich habe einen neuen Protokolleintrag. Unbegrenzte Rekursion. Erstaunlich, mein Arbeitsraum scheint vollständig mit Fluoros überflutet zu sein. Die Quelle kann nur der Fluoro sein, der mich unerwartet ausgesperrt hatte. Abgesehen von ihm war das Labor steril. Dieser Automat muss irgendwie eine Möglichkeit gefunden haben, um sich durch die Maschinen im Labor selbst zu reproduzieren. Ich muss das sofort beenden. Aha. Bin ich jetzt ein Feind der Fluoros? Oder ein Freund der Fluoros? Oder nur ein Feind der unkontrollierten Reproduktion, wollte ich sagen. Und da habe ich die falsche Taste gedrückt. Sehr schön. Der letzte Kontrollpunkt war nicht allzu weit weg. So, ah! Das war knapp. Ich hab's überlebt. Also, sind wir Freund oder Feind der Fluoros? Mögen wir sie? Oder mögen wir sie nicht? Ups. Auf jeden Fall wollen wir nicht, dass sie sich unkontrolliert reproduzieren. So, und jetzt hoffen wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Hier kommt keiner mehr. Ja, zum Glück werden sie auch automatisch zerstört. Was heißt zum Glück? Eigentlich finde ich das ja nicht gut. Ich persönlich mag die Fluoros. Putzige kleine Viecher, die mir auch noch meistens helfen. Gefährlich. Ah! Gefährlich, gefährlich. Ah, ich schaff's. So, was passiert hier? Ah, ich kann mich da oben... Kann ich mich da oben festhalten?
Ich muss hier auf jeden Fall rüber. Na, ich dachte, da oben könnte ich draufstehen. Das war mal wieder knapp. Kann ich hier auf dieser Seite noch irgendetwas machen? Water Recycling, eine Errungenschaft freigeschaltet. Wenn einer dieser Fluros da rechts langlaufen würde. Aber irgendwie wollen die das nicht. Dem Hammer kann ich stehen, aber weiter geht's dann auch nicht. Was passiert denn, wenn ich hier ein bisschen Wasser einsammle? Ah, da wird wahrscheinlich dann nur da unten das aktiviert. Ich könnte wetten, dass ich da oben irgendwie an das Ding dran muss. Das sieht doch fast so aus, als hätte ich endlich eine Idee, wie ich das Ganze lösen kann. Was dem Titel dieses Levels auch etwas mehr Sinn verleiht. Au, 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 au. Zum Glück halte ich viel aus. Sonst wäre ich jetzt schon mindestens dreimal gestorben. Naja, einmal bin ich ja tatsächlich gestorben. Aber, aha. Na, ein bisschen weiter nach links. So. Irgendwas drehen wir da oben. Versuchen wir doch mal wieder eine Stufe nach oben zu kommen und schauen, was dann passiert. Autsch! Ah. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Aha, jetzt habe ich das hier nach unten gefahren, kann auf die andere Seite. Und wenn ich dann auf der anderen Seite angekommen bin, kann ich mich hier auf den Schalter stellen, das Rad betreiben und damit den Aufzug nach unten ziehen. Ah, nach oben. Ich verstehe. Das heißt, dann stelle ich mich hier erstmal in den Weg, dass der Aufzug wieder nach unten kommt. Und wenn er dann unten ist, warte ich darauf, dass ein Fluro kommt und das Wasser aktiviert. Da ist auch schon eins. Ja, ausgezeichnet. So, nach links oder nach rechts? Der Pfeil sagt mir ja, dass ich nach links soll. Aber irgendwie... Ah! Das kenne ich doch irgendwoher. Das hier ist mein Büro oder mein Arbeitszimmer, aus dem mich der Fluro am Anfang ausgesperrt hat. Also dann folge ich doch dem Pfeil und gehe hier nach links. Hier sind wieder diese Wasserbehälter mit Fluros drin. Hier erzeugen wir, so wie es aussieht, wieder ein Fluro. Ah. Erst müssen wir Wasser rein. Selbstverständlich. Und natürlich auch genug Wasser.
Und jetzt können wir wahrscheinlich einen Fluor erzeugen. Und wenn ich das richtig sehe, dann fängt dieses Fluor jetzt an, immer mehr neue Fluoros zu erzeugen. Damit habe ich ja eigentlich gerade diese automatische Aktivierung, automatische Reproduktion wieder aktiviert. Das wollte ich ja nicht. Aber ich kann natürlich auch das Ganze nach links drehen. Das kommt nicht weit genug. So vielleicht? Nein, so geht's nur an die Decke. Na. Ah, aber das Wasser wird ja von den Fluoros angezogen. Also inzwischen wissen wir ja, dass es kein Wasser ist, sondern die Flüssigkeit, aus den Fluoros bestehen. So, wenn ich jetzt da unten drauf springe, dann sollte doch... dieser Fluor... Och. Ein bisschen nach oben, wieder ein bisschen nach unten. Reicht das aus? Ach nein, das reicht nicht. Haha, ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert das ja so. Gravitation ist dein Freund. Außer du fällst gerade von einer sehr hohen Stelle runter. Aha! So was war das Ganze eigentlich nicht gedacht. Da muss ich, so wie es aussieht, noch ein bisschen basteln. So, hoffentlich bewegt sich's dann weit genug. Mal sehen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Und es hat ausgereicht. Ja, es hat ausgereicht. Ausgezeichnet! Ein neuer Protokolleintrag. Die Werkzeuge sind schuld. Für das Chaos, das diese Fluoros angerichtet haben, kann ich sie nicht verantwortlich machen. Sie sind einfach nur Werkzeuge, die... die ihnen aufgetragenen Aufgaben erledigen. So. Wie bei jedem mächtigen Werkzeug muss man Sicherheitsvorkehrungen ergreifen. Ich habe Berichte über ein ähnliches Chaos gehört, das in einer Fabrik in der Nähe durch Fluoros verursacht wurde. Ich muss mein letztes Ausrüstungsstück fertigstellen und die Sache näher untersuchen. Also, da haben wir zumindest mal eine Antwort auf meine Fragen, nämlich, ob ich ein Freund oder ein Feind der Fluoros bin, ob ich die totale Vernichtung meiner Geschöpfe möchte, oder ob ich sie nicht dafür beschuldige, was hier passiert ist. Und so wie es aussieht, gebe ich mir selber die Schuld. So, und damit bin ich auch an einem guten Zeitpunkt, diese Episode zu beenden. Mit dem nächsten Level und dem nächsten Protokolleintrag mache ich dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Und damit beende ich, damit verabschiede ich mich, beende ich die Episode. Bis zum nächsten Mal!